Willkommen zu einem neuen Video zu Planet Coaster 2. Heute geht es um alles, das nicht in unserem letzten Video drin war. Und ich bin heute auch nicht alleine. Der Bluefire ist dabei. Hallihallo, grüße euch. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß noch gar nichts, worum es hier jetzt geht. Ich habe nur so zwei Bilder jetzt vor mir. Und ja, ich bin gespannt, was du so erzählen wirst. Ja, zu den Bildern kommen wir später. Genau, also erstmal, wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen haben solltet, holt das auf jeden Fall nach, weil da sind die größten und wichtigsten Infos drin. Das sind jetzt mehr kleine neue Details und Spekulationen, über die wir jetzt reden wollen. Und genau, ich würde auch eigentlich ganz gerne direkt mit einem Update zum letzten Video anfangen. Und zwar habe ich im letzten Video gesagt, dass es sehr wahrscheinlich Wetter geben wird, aber noch keine Bestätigung dafür gibt. Das ist jetzt anders. Jetzt gibt es eine Bestätigung. Und zwar wurde jetzt bestätigt, dass sowohl Sonne als auch Regen im Spiel drin sein werden. Mhm. Und beides hat auch Einfluss auf das Spiel selber. Sprich, genau, bei Sonne und Hitze wird dementsprechend halt nach Schatten gesucht und Sonnencreme gekauft. Und bei Regen können wir jetzt auch Regenschirme verkaufen. Ja, und die ziehen auch Jacken an, ne? Ja, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Nee? Oh, nee. Aha, siehst du, gut, dass ich dabei bin. Ja. Nee, anscheinend ist es genauso wie auch in Planet Zoo, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass dann die Leute auch tatsächlich Jacken anziehen, wenn es regnet oder kälter wird sogar. Oh, okay. Ja, finde ich sehr gut. Ist für mich ein feines, kleines Feature, finde ich, was man so nicht direkt am Anfang erkennt, sage ich mal, weil man ist doch mehr mit dem Park beschäftigt, als wie mit den Parkgästen. Und es, glaube ich, fällt nicht so extrem auf, aber das Feature gibt's. Ja, das ist sehr cool. Aber es macht ja wirklich was aus für die Immersion. Wenn es regnet tatsächlich, glaube ich, auch. Ich meine, das wäre auch in diesem Video gewesen, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, dass dann auch nicht mehr geschwommen wird oder so. Also, dass die Badegäste dann rausgehen und sich umziehen. Bin ich ja mal gespannt, ob da Dächer und sowas einen Einfluss drauf haben. Ja. Ob das diesmal funktioniert mit Innenräumen und sowas. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, cool. Also, die beiden sind auf jeden Fall bestätigt. Ja, und über alle anderen Wetterarten wissen wir halt nichts, ne? Ob jetzt Schnee kommt oder so, keine Ahnung. Aber nee, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Zumindest wissen wir, dass die Sachen, die wir haben, auch irgendeinen Einfluss aufs Spiel haben werden. Ne? Ja, es war aber auch so gewünscht, ne, eigentlich, dass mal Wetterspiel da ist, ne, und das haben wir jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das als kleines Update zum letzten Video mit dem Thema Wetter. Das ist jetzt auf jeden Fall, es gibt Wetter. Das erste große Update, das ich für das Video jetzt habe, ist eins, das ich tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, im letzten Video vergessen habe, und das ist das Trigger-Tool. Mhm. Das ist komplett überarbeitet worden. Und ist jetzt mehr so wie in RCT3, also sprich mehr wie so eine Timeline aufgebaut. Ja, finde ich ganz cool. Also es sind mehr oder weniger so Balken, die eine gewisse Zeit haben und diese Balken kann man dann halt verschieben und versetzen. Also Timeline, Balken, besser finde ich gemacht, weil so hat man einen besseren Überblick auf das Ganze. Ja, es dürfte sehr viel einfacher sein, so die Sachen an der richtigen Stelle zu triggern. Ich freue mich auch schon total drauf. Also ich bin gespannt, was noch kommt. Ja, ein bisschen was kommt noch. Ja. Also ich glaube, für den Mitaro ist es auf jeden Fall was. Der hat das ja im letzten Wünsche-Video von uns, mittlerweile auch schon, ich glaube, 2 Jahre oder so, hat der es auch gesagt, dass er es wünscht. Das Lustige war ja bei Rollercoaster Tycoon 3 mit dieser Timeline, dass ja nicht nur Feuerwerk oder sonstiges gemacht, sondern auch Shows. Vielleicht gibt es tatsächlich Shows. Es wäre auf jeden Fall cool. Ich würde mich sehr freuen. Ja, Shows sind auf jeden Fall was ich echt schon sehr viele Leute gewünscht habe. Mehr funktionalere Shows auf jeden Fall. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mal schauen, wie es wird. Ja, dann habe ich in letzter Zeit noch öfters gehört, dass Leute sich wünschen, dass das Spiel eine Abwärtskompatibilität hat. Sprich halt, dass man alte Parks aus dem ersten Teil öffnen kann, um weiterzubauen. Hm. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Hm. Weil dafür müsste man halt im Grundspiel alle Teile vom gesamten Planet Coaster 1 reinpacken. Und das glaube ich nicht ganz, dass sie es tun, weil die uns halt zum einen schon die 5 Themen, die es geben wird, bestätigt haben. Und zum anderen haben sie auch gesagt, dass die Auswahl an Attraktionen und Szenerieteilen eine Mischung aus den beliebtesten Teilen des ersten Teils ist und einigen neuen. Veto. Ich muss ein Veto einlegen, weil bei Planco 1 zum Beispiel konnte ich auch Parks runterladen, obwohl ich die DLCs nicht hatte. Sie müssen ja trotzdem vorhanden sein im Spiel.
also ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht möglich. Das sind ja alles Teile und Themen, die, die wunderbar gute DLCs abgeben würden in der Zukunft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, klar. Wäre natürlich jetzt schade, die ganzen alten Parks, vor allem die großartigen Parks, die es ja so gab auf Blanco 1, dass man die im zweiten Teil jetzt nicht mehr öffnen könnte oder so. Das wäre schade. Ja, es wäre auf jeden Fall schade. Aber wie gesagt, ich glaube noch nicht ganz dran. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Also, wenn, ja, wenn das funktionieren würde, würde ich mich sehr drüber freuen, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Ja, ja. Es sind wohl einige Teile, die übernommen werden, gerade so die beliebtesten. Und wir haben auch schon einige von denen im Trailer sehen können. Ich gehe jetzt einfach mal nicht auf alle ein, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen, weil es, glaube ich, echt viele sind. bis auf einen kleinen Shop, auf den würde ich gerne eingehen. Ja. Und zwar ist auf dem Splash-Art von dem Spiel dieser kleine Pickup-Truck zu sehen. Mhm. Und auf dem ist ein Shop drauf. Und dieser Shop hat keine Seitenwände. Deswegen spekuliere ich jetzt einfach mal, dass wir diese bearbeitbaren Shops, die es auch schon in Planet Zoo gab, jetzt auch in dem Teil kriegen werden. Ja. Ja, und sieht stark danach aus, ja. Das fände ich schon sehr cool, weil dann haben wir auf einmal sehr viel mehr Möglichkeiten mit den Läden. Naja, wir wissen ja, wie es ausarten kann in Planko 1 und wenn Planko 2 jetzt mit noch mehr Features kommen, was die Eigenkreation mehr in Beanspruch, dann werden Parks wahrscheinlich Jahre dauern, bis die mal fertig sind. Und dann kommt Planko 3. Ja, ist doch jetzt auch schon so, oder? Ja. Wir sitzen ja auch schon das ein oder andere Jahr in unserem Park. Ja, das stimmt, ja. Die Drop-Tracks wurden uns bestätigt, so. Ne? und jetzt sind viele Leute vermuten, dass wir auch Switch-Tracks, Turntables und Swing-Launches bekommen, weil die in echten Achterbahnen meistens Hand in Hand gehen. Mhm. Und dazu gibt es dementsprechend noch gar keine Bestätigung oder irgendwas, aber es vermuten viele Leute und es wäre auf jeden Fall cool, mehr so Effektschienen und so Custom-Zeug zu haben. Ich würde es auch sehr feiern. Es macht wieder eine Attraktion attraktiver, sag ich mal. Ja, man ist ja viel flexibler damit, ne? Ja, auch. Also mein Kopf ist schon wieder ganz viel am Rumrattern und ist schon Ideen am Sammeln, was man bauen könnte, ohne dass ich das Spiel überhaupt habe. Ja, ich weiß, ob es diese Features überhaupt gibt. Überleg mal hier die Achterbahn von Park Asterix Tortatis oder sowas zum Beispiel. Oder jetzt Voltron. Ja, 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 genau. Ne? Man kann die alle Achterbahnen kann man tatsächlich dann nachbauen, ohne irgendwelche Mods einzubauen. Es ist auf jeden Fall viel flexibler und die Achterbahnen sind auch unterschiedlicher dadurch. Ja, ja. Andere Spekulationen bezieht auf diese zwei Türen hier. Und ah, ja. In der Demo ist dieses gesamte Gebiet wohl ziemlich weiträumig gemieden worden. Was natürlich ein bisschen Fragen aufgeworfen hat. Im Trailer sieht man die auch nur ganz kurz. Und jetzt ist man sich natürlich nicht so ganz schlüssig, was dahinter sein könnte. Was damit auf sich haben könnte. Weil die sehen ja schon ein bisschen anders aus. Es gibt jetzt mehrere Vermutungen. Die erste wäre halt, dass dahinter irgendein Feature ist, das noch nicht fertig war und die es deswegen so weiträumig umflogen haben. Aber dann frage ich mich, warum das überhaupt in diesem Vorschaupark drin war. Sonst gehen die meisten Leute jetzt einfach davon aus, dass die einigen für die Hotels sein werden. Was auch Hotels konfirmen würde. Ich finde, es sieht auch ein bisschen aus wie so Drehtüren von Hotels. Ja, das wäre jetzt meine Vermutung, ja. Ja, ich hätte noch eine zweite, die ich in den Raum werfen würde. Als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, ist mir intuitiv das Wort Aufzug in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich an den Aufzug erinnert. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, was dabei rumkommt. Wir werden sehen, was dabei rumkommt, genau. Ja. Also zu allem, was wir hier spekulieren und sagen, könnt ihr auch gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Was denkt ihr, was hinter diesen Türen sein könnte? Oder ob, vielleicht sind das einfach nur Szenarioobjekte und das gar nichts hinter. Keine Kann Ahnung. Natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Ja, was ich mitbekommen habe soweit, ist eigentlich, dass das ganze Thema mit dem Licht leider nicht überarbeitet wurde oder zumindest nicht umfangreich. Sprich, dass so Sachen wie Dark Rides immer noch schwierig sein dürften, weil du halt nur unterirdisch wirklich an Licht rankommst. Und das würde ich ein bisschen schade finden, weil das war schon ein recht großer Kritikpunkt im ersten Teil. Wir sind auf so viele Sachen eingegangen. Und gerade sowas wie Dark Rides werden ja echt gerne gebaut. Ich meine, siehe unsere Challenge, da ist es, ne? Es gab dazu jetzt keine Bestätigung, kein Ja, kein Nein, aber von allem, was ich so gehört habe, waren die Leute, die Gameplay-Demo gesehen haben, sich relativ einig, dass das wahrscheinlich nicht überarbeitet wurde. Es ist schade, man hätte zumindest
dieses Feature noch einbauen könnten. Vielleicht liegen wir auch falsch. Würde mich sehr freuen, wenn wir falsch liegen. Ja. Also gerade bei dem Punkt. Aber ich glaube, dass sowas wie Lichtberechnung auch sehr rechenintensiv ist. Also Performance jetzt nicht so optimal wäre. Gut, ansonsten gibt es ja noch Trigger-Möglichkeiten oder halt den Park im Dunkeln zu beobachten oder den Dark Ride im Dunkeln zu starten oder. Ja, also die Workarounds haben wir jetzt im ersten Teil auch schon genug gefunden. genau, dann habe ich in letzter Zeit noch ziemlich oft den Begriff hier Team Decay gehört. Ja. Und zwar hauptsächlich in Kombination mit dem Customizen von Achterbahnen, Flatrides. Mhm. Dass sich da viele Leute gewünscht haben, Custom Züge baut und die dann als Team Decay Item einfach draufsetzen und dann neuen Zug hat. Zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht ganz, wo dieser Gedankengang herkommt, weil ich halte es tatsächlich nicht für wahrscheinlich, dass wir Team Decay bekommen. Zumindest nicht am Anfang. Dann bräuchte Frontier auch keine DLCs mehr rausbringen, wenn man einfach alles erstellen könnte. Ja. Und ich glaube, sie wollen ja auch irgendwie ein bisschen Geld mit dem Spiel verdienen. Ich weiß halt auch nicht, ob hier PlayStation und Xbox das so geil finden, wenn man da einfach unkontrolliert irgendwelche Sachen von der Community einfach auf deren Plattform hochladen kann. Hm. Ja, da bin ich sowieso gespannt, wie das alles funktioniert. Ja, das ist nochmal ein großes eigenes Thema. Ich glaube, da gehen wir heute nicht ganz so sehr drauf ein. Nee, es gibt tatsächlich aber auch so eine kleine offizielle Aussage zu dem Thema Team Decay, die uns jetzt nicht wirklich weiterhilft. Okay. Aber es wurde im Q&A auch danach gefragt. Und es heißt einfach nur, dass sie sich noch nicht dazu äußern wollen, weil das wohl irgendwie noch in Arbeit ist. Also sprich, es wird wohl irgendwas daran gemacht, aber ob das passiert, wann, wo, wie, keine Ahnung. Aber das ist ja auch der Grund, warum Frontier bei Steam keinen Workshop hat. Wegen der Funktion, PlayStation, Xbox und PC zu kombinieren. Ne? Wahrscheinlich ist dann deswegen der Frontier Workshop angedacht. Mal sehen, ob es funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht und wir bleiben weiterhin bei Steam. Also mich persönlich stört's jetzt nicht. Mir ist es egal, ob es jetzt bei Steam ist oder bei Frontier. Hauptsache, ich krieg mein Planko 2 endlich. Da bin ich komplett bei dir. Also nur das Steam-Workshop wäre, glaube ich, auch für PC-Leute ein bisschen schwierig, weil das Spiel kommt ja auch auf Epic raus. Ja. Also es muss eigentlich über den Frontier-Workshop laufen. Es muss über Frontier laufen. Ja klar, die werden das auf allen Plattformen, wenn die das hochjagen, damit das irgendwo einer kauft. Ist ja auch verständlich, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe zum Schluss noch ein kleines Thema. Ich auch noch zum Schluss. Oh, sehr gerne. Erzähl. Nee, du. Okay. Es geht eigentlich hauptsächlich um die Peeps, um die Besucher da. Mhm. Das habe ich im letzten Video, glaube ich, auch nur so ganz grob angerissen gehabt, dass die sich ein bisschen echter und realistischer anfühlen sollen. Heißt jetzt konkret eigentlich nur, dass die stärkere Ausdrucksweisen in den Animationen bekommen, dass man von außen eher sehen kann, wie die sich fühlen und was die mögen, was sie nicht mögen. Und die werden auch ein bisschen diverser von der Gestaltung her sein. Sprich, es gibt dann mehr Klamotten zum Anziehen und es gibt auch ein paar Accessoires. Ich glaube, Uhren haben wir, glaube ich, gesehen. Ohrringe, Sommersprossen. Hier gibt es einfach mehr Zeug. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das angeht. Das war dein letzter Punkt? Das war mein letzter Punkt, ja. Ja, okay. Dann kommen wir mal von diesem Planko 2 weg. Also nicht so ganz tatsächlich, aber ich habe noch eine kleine Info. Deswegen hoffe ich, dass ihr auch bis jetzt noch dran geblieben seid, weil wir haben uns jetzt nochmal Gedanken darüber gemacht, weil wir in dem Video von Benutzername beziehungsweise Temple of the Death gesagt haben, wir werden jetzt erstmal keine Parkbewerbungen mehr annehmen. Das war von uns ein bisschen überhastet war es. Ja, überhastet. Das war einfach überhastet. Der ganze Hype war, Planko 2 kommt, oh Gott, wir müssen alles schnell fertig machen. Ja. Die ganze Welt dreht durch, so gefühlt. Wir möchten das gerne wieder retour machen und sagen, natürlich dürft ihr weiterhin noch eure Packbewerbung bei uns im Discord hochladen und dort verlinken. Hier ist die offizielle Ankündigung. Ihr dürft eure Planko 1-Teile auch weiterhin hochladen. Tut uns leid, dass wir das euch rübergebracht haben, dass wir jetzt keine Parkbewerbung mehr annehmen. Es tut uns an dieser Stelle sehr leid und hoffen, dass ihr uns verzeiht. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Parkbewerbung. Ja, dann kann ich mich
also bedingungslos anschließen. Ja. Hast du schön gesagt. Dankeschön. Wir wissen zwar noch nicht so richtig, wie es weitergeht erstmal im Spiel, aber am 31. kommt ja diese Gameplay-Demo. Genau. Und dann spätestens da werden auch wieder irgendwelche neuen Infos rauskommen. Spätestens da, ja genau. Sollte aber bis dahin natürlich neue Infos kommen, dann werdet ihr hier natürlich wieder informiert. Bestens. Natürlich. Genau. Ja, also immer wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, ne, dann könnt ihr sehr gerne dem Video einen Daumen hoch geben, Kanal abonnieren oder auf unseren Discord kommen. Wir freuen uns. Und vielen Dank für eure Zeit, dann vielen Dank für deine Zeit. Ne? Ja, ja, gerne, gerne. Und ich denke, das ist doch ein guter Abschluss für die Folge. Ja, finde ich auch. Und dann, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei.